Achtung, das tönt jetzt wie der Anfang von einem schlechten Witz. Aber was passiert, wenn man brasilianische Pop, Metal, Reggae und Rap zusammenmischt? Moment. Ja, tönt scheiße, aber es wird richtig geil. Radio Dreifach macht nämlich genau so ein Album. Für ein Album braucht es, glaube ich, sehr viel. Es braucht Texte, es braucht jemanden, der das mischt, jemanden, der das mastert. Ausdauer und Geduld. Inspiration, Kreativität. Einfach Können und Dedication. Top! Das Team steht. Wir haben uns auch einen richtig guten Rückzugsort gesucht. Nämlich das Gasthaus Grünewald. Es sieht nach einem sehr inspirierenden Ort aus. Live aus dem Gasthaus Grünewald bei Engelberg. Dreifach macht das Album. Zwei Wochen lang geben wir den vier Leuten Zeit, um das Album zu schreiben. Und ich bin überzeugt, da kann nichts schief gehen. Das Schlimmste, was passieren könnte mit dem ganzen Album, ist, dass wir immer so am gleichen Punkt festfahren würden. Wir keinen einzigen Ton treffen. Wenn wir alle aneinander vorbeireden. Unsere Differenzen nicht könnten klären. Wenn alles den Bach abgeht. Und das Experiment wird abbrechen. Nein, das kommt schon gut. Ich bin guter Dinge. Das kommt richtig geil. Weißt? Wir machen nicht nur ein Album, wir machen auch noch mega viele Live-Sessions mit Bands, die uns besuchen können. Es kommen mega viele Leute aus der Schweizer Musikszene, genau für die reden. Es gibt einfach richtig geile Content, den kannst du schauen und hören auf Radio Dreifach, im Radio natürlich, aber auch all unseren Social Media Kanal. Am 26. Juli geht's los, bis zum 8. August. Und jetzt gibt's Profi!